Ja, hallo und herzlich willkommen. Da mich schon einige von euch gefragt haben, was ich so auf meinen Balkan-Trips bzw. TED-Ausfahrten an Werkzeug mitnehme und welche Problemlöser ich auch noch in meinem Gepäcksystem mitführe. Wenn euch das interessiert, dann viel Spaß beim Video. Ja, wie heißt das Sprichwort, wer eine Reise tut, der soll was mitnehmen? Irgendwie so, kann mich nicht ganz erinnern. Auf jeden Fall haben mich schon einige von euch gefragt, was ich so auf meinen Balkan-Trips bzw. auf den diversen TED-Ausfahrten an Werkzeug, an Problemlösern mit habe. Was führe ich immer mit? Was hat sich bewährt? Was hat sich nicht bewährt? Ich bin jetzt dann doch schon über 2 Jahren mit diversen unterschiedlichen Geräten auf diversen TEDs in Ungarn, Slowenien, Italien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien und so weiter unterwegs gewesen. Und was sich da so bewährt hat und was man vielleicht auch zu Hause lassen kann, was man unbedingt mithaben sollte, das zeige ich euch jetzt. Wir wechseln auf dem Erklärtisch hier hinter mir, da habe ich schon aufbereitet und schauen sich mal die Sache im Detail an. Dann zeige ich euch die einzelnen Dinge ein bisschen genauer. Manche sind eh selbsterklärend. Ich zeige es nur mal kurz in die Kamera. Und dann lege ich es auf die andere Seite, sodass der Tisch ein bisschen kleiner wird, beziehungsweise die Teile ein wenig weniger werden und dann von den wichtigen Teilen, dass wir dann auch im Detail ein bisschen drüber sprechen können. Also ich fange mal an mit dem Verbandspack. Das ist klar, das muss jeder mitführen. Da habe ich noch zusätzlich ein paar Einweghandschuhe reingegeben. Ich glaube, das ist selbsterklärend, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Dann habe ich immer beide Schläuche mit. Also einen hinteren und einen vorderen. Und da gebe ich euch wirklich den Tipp, nehmt da ganz normale, günstige, also die dünnen. Nicht, und ich zeige euch das, nicht die Heavy Duty. Die Heavy Duty sind erstens vom Platz her extrem, also die brauchen das doppelte Volumen in der Seitentasche. Beziehungsweise, wenn ihr wirklich einen Platten habt und irgendwo im Gemüse seid, ihr werdet euch die Hände abreißen mit den Heavy Duty Schläuche. Die bringt ihr irgendwo im Gelände, wo es vielleicht dann ein bisschen trickier ist, wo es steiler ist, wenn ihr nicht mehr die ganze Kraft vom Tag habt, dann bringt ihr den Heavy-Duty-Schlauch nicht ein. Also Ersatzschlauch habe ich immer ganz normal die günstigen drinnen und den Schlauch, der was defekt ist, den nehme ich mit und da habe ich ja noch das Klebezeug, dass ich dann diesen reparieren kann und wieder einen Ersatzschlauch habe. Also mein Tipp, immer Vorder- und Hinterschlauch und ganz normale dünne Schläuche einpacken. Ja? Nächstes, wahrscheinlich das, was das führe ich jetzt schon zwei oder 3 Jahre mit. Das ist vom Amazon so ein Slimy. Weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Die einen schwören drauf, die anderen sagen, es ist ein kompletter Schrott. Keine Ahnung, ich habe es noch nie verwendet. Ich habe mir das zu meinen Anfangszeiten mal gekauft und habe es jetzt immer mitgeführt. Ich habe es bis jetzt noch nie verwendet. Ja, schauen wir mal, ob ich es dann überhaupt verwende. Das soll im Prinzip, wenn man jetzt einen Reifenschaden hat, das ist so ein flüssiges Mittel, was man in den Schlauch reingibt. Da sind so ein Granulat drinnen, was den Schlauch bzw. dann den Reifen wieder abdichten soll. Ob es dann wirklich funktioniert, ja, ein paar sagen ja, ein paar sagen nein. Also wie gesagt, das habe ich auch noch immer mit am Start. Dann Tesaband oder Gafferband, das Wichtigste meiner Meinung nach, da kann man sehr viel reparieren. Wenn man mal einen Sturz hat, irgendwas bricht, kann man das schnell kleben oder irgendwo was festmachen an der Mopette. Also eine Rolle Tesaband ist immer mit am Start. Dann, hier sieht man diverse Nussen, also das ist eine 24er Nuss. Ich habe mir wirklich das so reduziert, dass ich nur diese Nussen mit habe, die ich auch wirklich zu der Reifenabmontage beziehungsweise zum Felgenausbau benötige. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das vorher zu Hause mal versucht und probiert, dass ihr dann, wenn der Fall eintritt, dass ihr dann auch wirklich die passenden Nussen und dergleichen mit habt. Also wie gesagt, da sind nur ein paar Nussen drinnen, also die gängigsten 8er, 10er, 12er, dann brauche ich eben für die Reifenabmontage eine 24er Nuss, das habe ich mir mit einem Adapter so zusammengerichtet, dass das für mein Setup passt. Und das kann ich nur jedem raten. Schaut euch das vorher mal an und probiert es auch zu Hause, dass ihr dann im Fall der Fälle alle Teile mit habt.
Dann auch so ein ja, Teil, wo ein paar drauf schwören und ein paar, wie soll ich sagen, drüber fluchen. So ein Schweißnaht-Set. Das ist auch im Prinzip ein Granulat, was man draufstreut und dann mit einem Superkleber draufpinselt bzw. draufleert. Dann verbeißt sich das richtig. Das soll, sage ich mal, Plastikteile oder dergleichen sehr gut ja, wieder haltbar machen. Also das ist auch so ein Problemlöser, ein Notfallaccessoire, was ich jetzt seit Jahren schon mit am Start habe. Wie gesagt, ist noch original verschlossen, habe es zum Glück noch nie gebraucht. Aber im Fall der Fälle muss man, wenn man was kleben muss, soll das relativ gut funktionieren. Das ist auch immer mit. Dann eins der Dinge, die ich jetzt immer mitgeführt habe, wo ich mir aber was anderes überlegen werde, ist ein Reifenmontagespray. Und zwar ist es so, wenn ihr wirklich einen Platten habt und den kompletten Schlauch rausnehmen müsst, beziehungsweise auch wirklich den kompletten Reifen mal demontieren müsst, irgendwo im Gelände, weil er vielleicht auf der Seite gerissen ist, dann braucht ihr etwas, was schmiert. Ohne Schmieren geht beim Reifen genau gar nichts. Ich habe mir da von Würth ein Reifenmontagespray mitgenommen, was da, also es funktioniert tadellos und wir haben das auch schon einmal am Balkan ja, versucht, notgedrungen, weil ein Kollege einen Platten gehabt hat. Also das funktioniert wirklich gut. Der Riesennachteil ist halt, es ist eine Riesenflasche. Also wenn man jetzt meine Hand anschaut, das ist vom Backmaß her wirklich nicht das Optimum. Das Spray selbst funktioniert tadellos, aber da werde ich mir eventuell überlegen, ob ich mir, das war schon mein Gedanke, so Einwegseifen, die was man so kennt, in so kleinen Packungen, ob ich mal da zwei, drei reinschmeißen werde, weil im Notfall schmiere ich halt rund um den Gummi eine Seife rüber, so dass er dementsprechend reinflutscht. Also wie gesagt, Spray an sich funktioniert tadellos, da gibt es überhaupt kein Ding. Aber halt vom Packmaß schon relativ groß und nimmt auch relativ viel Platz weg. Nächstes, ein kleiner Kettenspray vom Modul, der Offroad Loop, ja, dementsprechend zum Nachschmieren auf der Reise, ist wirklich eine kleine kompakte Dose. Da habe ich noch zu Hause dann die große Dose. Aber wenn ich auf Reisen bin, habe ich die mit. Die hat 100 Milliliter drinnen, kostet so viel wie die große Dose fast. Aber ja, wenn man auf Reisen ist, dann will man auf der einen Seite natürlich eben das Packmaß ein bisschen reduzieren. Und für eine, sage ich mal, zweiwöchentliche Reise ist dieser Spray von der Größe her und vom Volumen her völlig ausreichend. Dann das nächste Teil, ein Spanngurt. Für was braucht man auf der Reise einen Spanngurt? Erstens, wenn man, keine Ahnung, irgendwas mal wirklich hinten auf der Gepäcksbrücke montieren will, muss, vielleicht einen plattgefahrenen Reifen von einem Kollegen oder sonstiges, da ist ein Spanngurt auch immer gut. Und zweitens, wenn ihr selber einen Platten habt oder irgendwo was passiert, dann könnt ihr mit dem Spanngurt über den Lenker, wenn ein Baum oder ein großer Strauch in der Nähe ist, das Bike über den Seitenständer so abspannen, dass das Hinterrad in der Luft ist. Das erleichtert euch den Ausbau vom Hinterrand riesig. Und das habe ich schon zwei, dreimal so, ja, nicht mit einem Platten probiert. Aber während den Reisen mal probiert wirklich dieses mit einem Spanngurt über einem Baum das Bike über den Ständer so abzuspannen, dass es dann mehr oder weniger hinten in der Luft ist. Und so kann man den Hinterreifen relativ ja, einfach ausbauen. Und das Bike ist auch dann irgendwie stabiler gesichert, wenn es dann irgendwo angebunden ist. Na, vorausgesetzt, man hat natürlich irgendwo einen Baum, einen Strauch oder irgendwas in der Nähe, wo man den Spanngurt halt anbringen kann. Nächster Punkt ist eine kleine Fahrzeugleitung, also eine Stromleitung mit rund 2 Metern. Hier habe ich noch so Pressverbinder drinnen, sollte mal wirklich was abreißen oder ein Defekt vorliegen und eine vierfache Schraubklemme. Das habe ich immer dabei, weil ja, bei einem Sturz kann mal, wie soll ich sagen, irgendwo eine Leitung abreißen oder angenommen beim Killschalter vom Seitenständer irgendwas sein. Da kann man das dementsprechend notgedrungen reparieren und ja, dann kann man dementsprechend auch wieder weiterfahren. Also ein bisschen Elektrikzeug und eine Klemme und ein 2 Meter Kabel kann sicher nicht schaden. Dann zusätzlich zu die Schläuche habe ich noch so ein ja, Reifenreparaturset. Das ist zum Glück auch noch original verschlossen. Ich habe wirklich auf meinen Reisen noch keinen einzigen Platten gehabt. Da bin ich auch sehr froh drüber.
Das ist im Prinzip für das gedacht, wenn ich jetzt wirklich, kann ja passieren, am Tag 1 einen Platten habe und dann brauche ich schon meinen Reserveschlauch und ich bin auch vielleicht noch eine Woche unterwegs, dann habe ich keinen mehr und dann muss ich halt diesen Schlauch, den der vorher drinnen war, dementsprechend flicken und für das habe ich mehr oder weniger das Flickzeug mit. Ja, dann kommen wir zum nächsten Teil. Ein ganz normales Fahrradschloss, also nichts Weltbewegendes. Das ist einfach nur dazu da, wenn das Bike mal wirklich wo draußen steht, dass man es zusätzlich sichern kann. Ich meine, ich gebe die Lenkradsperre rein, aber ab und an ist es, ja, das ist eher für mich selbst, fürs Wohlbefinden, wenn ich mein Bike dann irgendwo noch beim Baum ein bisschen anhänge. Natürlich ist das jetzt kein richtiger Diebstahlschutz, also das kann man bald mal aufzwicken. Aber meiner Meinung nach ist immer, wenn dort fünf Bikes stehen und eins ist angehängt und die anderen vier nicht, dann wird nicht mein Bike das sein, das wahrscheinlich am schnellsten gestohlen wird. Also das habe ich auch immer mit am Start, habe ich schon sehr, sehr oft verwendet. Den Schlüssel habe ich auf dem Motorradschlüssel drauf und so habe ich den Schlüssel auch immer dabei. Und ja, ein nettes Accessoire, was dort und dafür, wie Sie sagen, eine ruhigere Nacht sorgt. Ja, und dann kommen wir zu den Teilen, die ich hoffe, die ihr nie verwenden müsst, irgendwo im Gemüse, wenn ihr Offroad unterwegs seid, Reifenheber. Und zwar drei Stück. Wieso drei Stück? Weil ihr bei einem Offroad-Reifen, bei einem MT21 oder bei einem DKC80 oder was ein Anarchy Wild, ihr braucht zur Montage oder zur Demontage drei Reifenheber. Mit einem Reifenheber könnt ihr auf gut Deutsch in die Toilette gehen. Das bringt euch nichts. Ihr braucht drei Reifenheber. Wir waren am Balkan unterwegs, da blende ich euch ein Foto ein. Da hat der Max einen Platten gehabt, der hat hinten oben gehabt, glaube ich, den Anarchy Wild, wenn es mich nicht täuscht. Und wir waren drei erwachsene Männer und mitten im Gemüse den Reifen wechseln. Wir haben alle drei Reifenheber benötigt. Wir haben das Reifenmontagespray benötigt, sonst wäre der Reifen bzw. der Schlauch nie wieder reingegangen. Da würde ich euch raten, eine dementsprechende Länge zu nehmen. Es gibt natürlich auch kurze mit 20 cm, aber dann habt ihr die Hebelkraft nicht so drinnen und das bringt euch dann auch wieder nicht viel. Also ich habe da drei Stück mit 30 cm, die habe ich immer mit und wenn ihr die benötigt, dann ist es gut, wenn ihr die am Start habt, weil ohne die seid ihr aufgeschmissen. Dann kommen wir noch zu der Fender-Tasche. Also im Prinzip ist diese Tasche von Exerbis. Die hat hier diese dementsprechenden Haken. Ich schaue, dass ich euch das zeigen kann. Ja, dass man die Tasche so auf den Fender vorne montieren kann. Das habe ich einmal verwendet auf dem Fender, war mir dann aber irgendwie zu wackelig, zu unsicher. Jetzt habe ich es immer in der Tasche drinnen und auf der Seitentasche drinnen, weil wie gesagt, wenn das immer vorher vorne so ganze Zeit pumpt, das hat dann doch, sage ich mal, ein Kilo Gewicht. Das war für mich nicht das Optimum. Ein paar Arbeitshandschuhe, wie man sieht, sind die auch schon dreckig, also von diversen, ja, Reifenmontagen oder so. Die kann man immer brauchen. Dann ein Mikrofasertuch, falls mal der Helm oder so zum Putzen ist. Ich meine, da habe ich immer auch noch ein zusätzliches in der Tasche, aber das ist so die Reserve, was ich mit habe. Dann gute Kabelbinder, massive. Die nehme ich jetzt, ja, die nehme ich raus, weil sonst seht ihr die nicht. Also wie gesagt, ein paar Kabelbinder, die können dann das eine oder andere abgebrochene Teil oder so dementsprechend wieder fixen. Die sind auch immer mit am Start. Dann ein richtig scharfes Stanley-Messer mit einer schwarzen Klinge drinnen. Also kann man natürlich auch eine normale nehmen, aber da ist wichtig, dass ihr ein Messer mit habt, was wirklich scharf ist, wenn ihr dementsprechend was abschneiden wollt. Dann Universalwerkzeug schlechthin. Heißt jetzt Franzose, Engländer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein Rollgabelschlüssel ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung. Der geht bis 30 mm, also von 0 bis 30 mm. Da habt ihr schon relativ viel abgedeckt damit. Und ihr könnt auch, wenn ihr den Reifen, also wenn ihr jetzt den Reifen wieder montiert, dieses Maul so weit aufmachen, dass ihr auf der rechten oder linken Seite, wo ihr halt dann anhalten müsst, gegenkontern könnt. Also das ist quasi der Konterschlüssel bei der Reifenmontage. Dann, der darf nie fehlen, ein Leatherman. Ja, Kombizange, Messer, Säbel, Flaschenöffner, Schraubenzieher, alles drauf. Also ich glaube, Leatherman kennt jeder. Den braucht man nicht weiter erklären.
Und dann ein Teil, was bei einer 100-300L nicht fehlen darf, ist der Imbusschlüsselsatz, weil mit diesem Satz, also alles, was da drauf ist, ich zeige euch den so, der ist so zusammengefalten, was ich sehr praktisch finde. Der geht von 2 bis 8 mm, also mit dem könnt ihr bei der Honda fast die ganze Kiste zerlegen. Nein, das ist zwar übertrieben, also, aber alle Anbauteile, alle Verkleidungsteile, was irgendwo so montiert sind, könnt ihr mit diesem Imbussatz lösen und abmontieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man den wirklich sehr kompakt verstauen kann. Und das gefällt mir an diesem Imbussatz sehr, sehr gut. Das war die eine Werkzeugtasche, wo schon ein paar Sachen drinnen sind. Und dann kommen wir noch zu mehr oder weniger zur Hauptwerkzeugtasche. Das ist auch so ein Ding, so Black & Decker von großen A. Ich gebe euch den Link dazu in die Videobeschreibung. Ja, das ist so ein komplettes Set, wo halt alles ein bisschen drinnen ist. Hier sieht man die ganzen einzelnen Bits, dann natürlich Bitverlängerungen, dann die Ratsche. Die Ratsche ist wichtig, weil ich, warte, ich zeige euch noch, mir das so gelöst habe, wenn ich jetzt wirklich den Reifen abmontieren muss, dass ich hier eine 24er Nuss habe, eine Ratsche und natürlich ist die jetzt nicht überlang, aber im Notfall muss ich halt da mit dem Schuh draufsteigen, dass ich dementsprechend was lösen kann, beziehungsweise wieder auch fixieren kann. Also Ratsche 24er Nuss brauche ich zum Demontieren vom Hinterrad plus den großen Franzosen-Holländer Rollgabelschlüssel, sagen wir dazu. Das ist die offizielle Bezeichnung, dass ich das Hinterrad ausbauen kann. Ja, dann 13er Schlüssel, 10er Schlüssel, dann eben also eine Prüflampe zum Spannungsprüfung, sollte euch irgendwann ein Batteriepol oder irgendwo die, wie soll ich sagen, das gute Licht oder der Strom verlassen, dann könnt ihr hier ein bisschen prüfen. Dann ist noch ein Magnetheber drinnen und auch wieder, der war in den Satz nochmal drinnen, ein Rollgabelschlüssel. Das kann man alles so mehr oder weniger gut zusammenrollen und so verstauen. Und dann stecke ich seitlich in die Tasche und that's it. Ja, und alles, was ihr hinten auf dem Tisch gesehen habt, passt in eine so eine Kriegertasche. Mit der habe ich wirklich sehr viel Freude, beziehungsweise ist die bei mir auch schon lange im Einsatz. Der Riesenvorteil halt bei den Kriegerzeugen ist, dass ihr das universell auf jedem Motorrad, was ihr habt, montieren könnt. Also das war auf der Rallye oben, auf der 300L oben, auf meiner TT 600, die ich hatte. Auch mal auf der Africa Twin probeweise. Also das ist wirklich universell einsetzbar und die Dinger halten auch wirklich viel aus. Mit den Innentaschen drinnen ist das Ganze wasserdicht und das macht auch durchaus Sinn. Wie gesagt, in dieser Tasche ist dann mein ganzes Werkzeug. Das montiere ich immer gegenüber vom Auspuff, so dass ich hinten das Heck, weil auf der einen Seite haben wir den Auspuff, auf der anderen Seite ist nichts, dass ich das Gewicht ein bisschen besser austariere. Und am liebsten ist mir, wenn ich diese Tasche vor der Tour montiere und sie nie benutzen muss, weil dann weiß ich, dass im Prinzip nichts passiert ist. Ich habe keinen Reifenschaden gehabt, mir ist nichts abgebrochen oder sonstiges. Das ist einfach nur immer, diese Tasche ist quasi für Safety First, dass ich ein ruhiges Gewissen haben kann beim Fahren und sollte was sein, dass ich dementsprechend halt notdürftig etwas reparieren kann, beziehungsweise einen Reifenschaden auch reparieren kann. Ihr solltet ihr zu dem ganzen Kriegerzeug noch genauere Infos haben wollen, dann schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich kann auch darüber ein eigenes separates Video machen, wo wir dann ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber ich glaube, heute für das Ganze reicht es erst einmal. Und es gibt natürlich Sachen, so wie den Reifenspray, den man vielleicht adaptieren könnte, also wechseln könnte auf ein kleineres Packmaß. Da bin ich sicher noch erfinderisch, da bin ich noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, so grundlegend habe ich mal alles mit und es hat mir auch in den letzten 2,5 Jahren das bestätigt, was ich mit habe, dass ich im Prinzip das und das dort brauche. Ja, und jetzt werden sich die einen oder anderen fragen, das Motoröl fehlt. Ja, das fehlt, weil man bei der 300L auf 4000 Kilometer nicht mal ein Schnapsglas voll braucht. Ich habe auch extra, bevor dass ich diesen Satz ausspreche, über YouTube, über die Community-App eine Abfrage gemacht bei den 300L-Fahrern und dort ist mit über 80% rausgekommen, dass der Ölverbrauch über 4000 Kilometer minimal bzw. gar nicht vorhanden ist. Das ist natürlich auch ein netter Beigeschmack von der 300L, wenn man jetzt nicht unbedingt immer Öl schauen muss oder kontrollieren muss. Das kennt man von anderen Herstellern etwas anders. Ich hoffe, dass euch das Ganze interessiert bzw. Spaß gemacht hat. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was aus eurer Sicht noch wirklich fehlt an meinem Setup, weil wie gesagt, so bin ich jetzt schon über 2,5 Jahre unterwegs. Mir wäre nichts abgegangen, aber
Schreibt mir gerne dazu, was eure Meinung ist, was ihr so verwendet und ja, ob wir über die Seitentaschen bzw. über das Gepäcksystem von Krieger ein eigenes Video wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wichtig ist, Daumen, Abo, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Würde mich sehr auch freuen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.